Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mond. Wir sind endlich auf der letzten Insel angekommen, wie es aussieht. Und ja, jetzt können wir endlich los. Und da vorne ist Lilly. Mal sehen, was die zu sagen hat. Sieh an, wen haben wir denn da? Willkommen! Ist das der Vater oder? Wenn du schon Familien seid. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich? Na, ich bin das Oberhaupt des Seevolks. Jawohl. Ich halte den ganzen Haufen irgendwie zusammen. Des Seevolks? Aber ja doch. Schau doch einfach mal um. Schiffe, Schiffe, überall Schiffe. Was glaubt ihr, wie die sonst. Was die sonst hier machen. Wir befahren seit Jahren das Meer der Welt, die Meere der Welt, immer auf der Suche nach neuen Wundern. Und wenn wir dabei auf Seltenes finden, bringen wir es hinterher nach Alola und damit zu handeln. In den Häfen der anderen Inseln mag mittlerweile mehr Betrieb herrschen, aber irgendwie zieht es uns immer wieder hierher nach Pony. Aber was bringt euch hierher? Sammelt ihr auch Beeren, so wie wir? Wir sind hier, weil wir dem Inselkönig einen Besuch abstatten wollen. Dem Inselkönig? Wenn ihr den sucht, stattet ihr am besten der kleinen Hapu einen Besuch ab. Es gibt nur ein einziges Haus auf der Insel. Wahrscheinlich findet ihr sie dort. Lasst mich mal überlegen. Hapus Haus. Ja, direkt davor steht so ein grobschlächtiges Pampros. Das findet ihr also ganz bestimmt leicht. Na, sowas. Habu ist also hier auf der In auf Pony? Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Komm hier, Desi. Mit etwas Glück können wir Habu und ihr Pampros wirklich in diesem Haus antreffen. So, was hat der noch zu sagen? Lass mich mal überlegen. Habu ist, okay, das ist. Was ist das hier eigentlich? Das sieht wie ein Restaurant aus. Da ist ein Starmie und ich sehe gerade, da ist wieder eine Lebensform. Ach ja, die muss ich im Aftergame alle noch suchen. Willkommen, willkommen, ein Tisch für eine Person. Machen wir mal. Schön, schön. Du willst doch bitte etwas von der Speisekarte. Aktuell bezahlt bei uns jeder Gast unter 20 Jahren nur 500 Poké-Dollar pro Menü. Z-Nudeln, Z-Nudeln, große Portion, Z-Nudeln, Z-Portion. Ja, machen wir das. Die Z-Portion haut aber ganz schön rein. Traust du das etwa wirklich zu? Dann lieber nicht. Dann fangen wir mal mit der kleinen an. Weil ich denke mal, das geht da um einen Kampf. Und ich möchte einfach mal wissen, wie das aussieht. Einmal die normale Portion, bitte. Der Tisch ist bereit. Mir nach, bitte. So, bitteschön. Vorsicht, heiß. Schlürf, schlürf, wirklich sehr lecker. Die klare Suppe schmeckt angenehm leicht, hat aber dennoch genau die richtige Würze. Die Nudeln haben die ideale Konsistenz, nicht zu weich und nicht zu hart. Das war aber köstlich. Das macht 500 Poké-Dollar, bei uns. Okay. Ah, okay. Eine Herzschuppe. Du, das ist gut. Das ist gut. Ah, okay. Na, mal sehen, das muss ich mal erkunden, ob man da dann Pokémon-Kämpfe hat, wenn man die größeren Portionen nimmt. Oder ob das wirklich nur ist, um solche Items zu kriegen. Okay, Würfel im hohen Bogen lernen. Ich teile mir jeden Tag eine Portion Z-Null mit meinem süßen Vorbeiler, ganz ehrlich. Kann das ein schöneres Leben sein? So, wir müssen jetzt da rechts hin zu dem. Das war ein Weilord. Sag mal, willst du mein Frubeiler haben, wenn du mir dafür einen Granbull gibst? Ich habe keinen Granbull. Pony ist erbarmungslos bekannt. Danke, grandiosen Partner. Kümmere mich das aber nicht. Los, Kleckmann. Ah, hier, das ist ein.
Oh, ein Stalos. Bist du eigentlich ein Glückspilz? Ja. Na, dann wirst du ja keine Probleme haben, das hier richtig einzusetzen. Lucky Punch. Trägt ein Scharnierer dieses Item, landet es mit seinen Attacken oft Volltreffer. Wenn man da nicht von Glück sprechen kann, dann weiß ich leider auch nicht. Hey du da, ich sag dir mal was. Das Pokémon Raichu sieht in Alola etwas anders aus als gewöhnlich. Schon gewusst? Das ist mir neu. Also ist es aber, da staunst du was? Wie dem auch sei, ich selbst habe hier in Alola leider noch keins gesehen. Wenn du es diese Region zeigst, dann kriegst du auch was Tolles von mir. Okay. Wir haben kein Raichu. Wir haben noch nicht mal ein Pikachu. Lichtkanone. Und was sagt er mir? Pokémon zu angeln ist nicht leicht. Ich werfe Angel aus und ignoriere den Köder. Ein wahrliches Geduldsspiel. Okay, wenn es nämlich solche Tropfen hat, ist dann besonders Pokémon, soweit ich mitbekommen habe. Ich habe ja auch mal nochmal die besonders sehr. Wenn es nicht unbedingt auf meinem Level ist, ist es. Oh, das ist Level 37! Okay. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber. Ich meine, Level 37 bedeutet, du brauchst wirklich nur ein Level ab und du hast einen Gyarados. Na gut. Dazu bräuchte man aber eine Attacke, die es nicht gleich umbringt. Da muss ich mir noch ein Pokémon auswählen, das dann diesen Spezialschlag lernt, der höchstens bis auf ein TP runterbringt. Dann muss ich aber noch gucken, wo ich das kriege, beziehungsweise welchen Pokémon ich das gebe. Und das bringt mir jetzt zumindest nichts im Kampf um die Inselwanderschaft. Oh, da ist hier nochmal eine. Lebensforum. Da kommt bestimmt irgendwas noch hin. Oder sieht zumindest so aus. Das Dorf setzt sich aus Hausbooten zusammen, denn das ganze Meer ist unsere Heimat. Jawohl. Meine Pokémon sind fit, ich muss sie also zumindest nicht heilen. Das ist okay. Die unendlichen Weiten des Meeres laden ein, einfach drauf loszuschwimmen. Ich habe ja immer noch mein Tohaido. So, was hast du? Dracomethio ist die stärkste Drachenattacke, die sei ein. Nee. Die Prüfung auf Pony ist. Ach, das findest du am besten selbst heraus. Ich wurde in dieses Revier versetzt, aber hier gibt es ja noch nicht mal eine Polizeiwache. Ich hätte so gern einen Ort, an dem ich meinen Wildlord und ich entspannen können. Aha, die Pokémon aus dem Team. Ah, okay, Zenitstürmer, das ist. Keine Ahnung, war das nicht Rayquaza? Ich habe mein Elternhaus verlassen und bin von weit her angereist, um Kapador anzu. Okay, ja. Da war ich auch schon länger nicht mehr. Oh, glänzendes Setzkristall. Lolas Prüfung. Oh, ich war wirklich nur kurz nicht da. Ein paar Pokébälle kaufen. Ah, bei 10 gäb's was. Teige haben wir eigentlich ziemlich genug. So. TMs kaufen. Oh, das könnte interessant sein. Gedankengut. Blizzard. Hyperstrahl. Nee. Solarstrahl. Nee. Donner. Nee. Schlammwoge. Feuersturm. Vogelstoß. Das sind alles diese großen Attacken, die eine große Verfehlchance haben. Also, ich sag mal, Risikoattacken würde ich die mal nennen, weil du hast gerade, wobei, ja, also entweder sind es Attacken, die eine geringe Trefferquote haben oder Attacken, die einen Zug Ladung brauchen, beziehungsweise bei Hyperstrahl dich im nächsten Zug nicht agieren lassen. Ich werde versuchen, mit dir Schritt zu halten, ihr Desi. Ich schaffe das schon. Immerhin habe ich ja einen Top-Schutz dabei. Außerdem bist du ja noch hier, Desi.
Wildnis von Pony. Ich muss schon sagen, Pony ist in vielerlei Hinsicht eine Welt für sich. Es folgt eine Ode an die Beere, Räusper. Beere, oh Beere, wenn ich dich nur vermehre, mich deinem Reiz nicht wehre, gib mir deinen edlen Saft, jeden Tag so viel Kraft. Wuff, 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 wuff. Du kriegst jetzt ab, was ich von meinem Pokémon empfinde, und zwar in Form der Z-Kraft. Ah, langsam gibt es immer mehr, gibt's mehr Trainer. Also im Normalfall ist es ja. Früher war es ja immer so, die hatten die Orden und die haben dann auch gesagt, hier, wir haben ein Pokémon, das so und so Sachen kann. Unratytox. Oh. Mit 44 sind die jetzt gar nicht mal so weit hinten. Das sind 4 Level. Und Schutzschild ist jetzt natürlich schlecht. Mildtreffer. Das ist ziemlich heftig. Okay. Das wird schlecht für mich. Oh Mann, das... Ach ja, für jedes Pokémon schlage ich einmal zu. 6-mal getroffen. Sehr interessant. Das ist... Also die Verteidigung von ihm ist jetzt ziemlich unten. Oh, Sardine hat die Attacke abgewehrt, das ist super. Gut, wir haben seinen Angriff um 7 geschwächt. Das ist schon heftig gewesen. So, Vogel ist 49. Agrostella, ach nee, das ist wieder dieses Gift. Ich brauche dringend ein Stahl-Pokémon. Am ehesten vielleicht Sandana oder so. Das würde meine Sache etwas auswiegen. Ich habe Gift als nicht unbedingt das, wo ich haben will als Gegner. Aqua Durchstoß, okay. Und dann hier, wir können noch mal Burschname machen. Aqua Durchstoß. Eine neue Attacke, wie es scheint. Aber wir machen erstmal Ruheort. Vielleicht hilft es ja. Also natürlich hilft's, aber. Vielleicht hilft es mehr, als ich brauche. So. Oh, ah, okay, jetzt senkt Verteidigung noch. Das ist natürlich interessante Info. Da könnte die Attacke vielleicht sogar nützlich sein. So. Gut, war aber heftiger Gegner dafür, dass wir... Ja gut, wir haben auch nicht wirklich die Gift-Pokémon dabei. Alles, womit ich dich konfrontiert habe, hast du gekonnt. Du verdienst den Sieg für dich. Aber sie hatte ein Armband, sie hat ein Z-Armband, haben wir doch gerade gesehen. Okay. Haben das alle jetzt von denen? Beim Tanzen nicht lassen, du musst lernen, sich zu fokussieren. Wenn du tatsächlich mit mir aufnehmen willst, dann musst du einmal beweisen, dass du über genügend Fokus verfügst, um alle Trainer in der Nähe zu besiegen. Okay. Ja, das geht wahrscheinlich wieder auf. Ich muss alle Trainer in der
Ja, ich muss alle Trainer in diesem Gebiet besiegen. Moment. Ich kann mir vorstellen, dass ich dich vorne haben muss. Weil die Tänzerin wird wahrscheinlich einen Choreogel haben. Haben sie meistens. Ich zeige meine Dankbarkeit für die Beeren, die ich bekomme. In Form eines Tanzes. Und die hat einen Superball in der Hand. Ich tippe, sie hat einen Choreogel. Ja. Gut, dass es nicht das Elektro-Ding ist. Wir sind ja schon längst nicht mehr auf der Insel, aber ich habe mir schon gedacht, dass sie nicht das Elektro, ja, die Elektro-Version hat. Ha, und paralysiert. Ich mag das. Auch wenn ich nicht mit einer Attacke töten kann. Das ist sehr schade, aber so ist es nun mal. Eisenabwehr. Nee, Eisenabwehr finde ich nicht gut. Gerade solche Attacken, die nur Verteidigung aufbauen, finde ich nicht so gut. Ich hatte ganz vergessen, meinen patentierten Siegestanz einzusetzen. Wie dumm von mir. Also, ich finde natürlich, ich spiele das Spiel ja ziemlich kausal. Also, EP-Teile die ganze Zeit an und ob. Ich hätte vielleicht nicht einfach so die da reingreifen sollen, weil ein Kampf-Pokémon hätte ja drin sein können. Ist eigentlich hier auf Pony dieser Berg? Ich muss mal kurz gucken. Ja. Wie mache ich jetzt die Karte? Das ist immer so ein Teil, wo ich mich frage, wie komme ich auf die Karte? Hallo. Ja, ist okay. Ah, da gibt es bestimmte Bereiche und das ist teilweise. Moment. Mount Lakita. Achso, da bin ich noch nicht hochgekommen. Das ist natürlich doof. So. Da unten muss ich hin. Und wir haben hier. Oh, da ist gar nicht so viel. Ich dachte, da hinten geht's weiter. Aber das ist gar nicht der Fall. Hier gibt es schon einen Trainer. Gewusst wie? Auf dem Festivalplaza gibt es eine Bude, bei der du Goldkronkorken und Silberkronkorken erhalten kannst. Sammle sie fleißig und nimm am Super Spezialtraining teil. Da muss ich auch mal wieder drauf gehen. So. Brauchen wir hier eigentlich mal wieder Bissbark? Scheint nicht so. Ja, ich glaube, mein Pokémon ist einigermaßen okay. Dann macht man noch den Kampf gegen die. Man nennt mich ja auch unter wandelnden Attacken, auch den wandelnden Attackenfachhandel. Es gibt keine Attacke, die ich nicht habe. Aber was nützt das, wenn ein Pokémon ohnehin nur 4 Attacken landen kann? Ja, das nützt nicht viel. Was Trainer Quinn fordert dich heraus. Und mir fällt gerade auf, habe ich die Überreste irgendwo mal verpasst? Ja, das ist ja eigentlich perfekt, weil Panzeron ist. Ja, wir haben nur zwei Dinge, die dagegen einigermaßen effektiv sind. Eins davon ist Batterie und das andere ist Kyoko. So. Naja, solange er mir nur mit solchen Attacken kommt, ist mir alles recht. Der Evolit ist halt, der macht das Ganze halt ziemlich gut und er setzt keine Flugattacken ein, die effektiv sind. Tohaido, das ist Unlicht.
Theoretisch gesehen könnte ich das Pokémon wechseln, weil ja Fee gegen Unlicht sehr effektiv ist. Entohaido. Wenn er jetzt nicht anfängt mit Mega-Entwicklung, ist alles okay. Ja. Oh, ich dachte eigentlich, Tohaido wäre schneller. Ah, okay, die Rauhaut. Es hat kein Tempomacher, sondern Rauhaut. Erstes Pokémon Level 50. Nein, Notsituation brauche ich nicht. Panzeron-Tohaido. Tohaido nennen wir ja auch Kartoffelsalat. So, Pokémon mit viel verschiedenen verwirrenden gegnerischen Teilen schon allein damit. Ups. Okay, wir haben dann jetzt erstmal alle Trainer hier abgeschlossen. Und, oh, es gibt sogar was zu erschnüffeln. Ah. Hä? Jetzt habe ich doch hier gehabt, da, Perle. Jo, es gibt am Strand wohl immer was zu erschnüffeln. So, gucken wir das noch. Ein Widerball. Gut, auf jeden Fall, der Punkt ist aber trotzdem der. Wir können sogar ins Wasser. Aber wir werden jetzt erstmal hier das Ganze beenden und ich freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid und hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.